Seit Sommer 2021 hat jetzt der BSD die Möglichkeit, hier am BMW Bob-Simulator zu trainieren. Um die Strecke hier in den Simulator eben hineinzubekommen und um die möglichst detailgetreu darzustellen, haben wir die Bahn jetzt in Königssee zum Beispiel 3D vermessen lassen. Und diese riesen Datenmenge wurde dann an eine Partnerfirma von uns, von RF Pro, die machen auch alle Rennstrecken für BMW Motorsport, also die 3D-Darstellung, wurde die geschickt. Und die haben dann genauestens diese Bahn eben rekonstruiert und haben dann dafür gesorgt, dass alle feinen Details auch bis in die letzte Kleinigkeit eben stimmen, sodass der Sportler dann wirklich das Gefühl hat, hier echt die Rodelbahn runterzufahren und sich auch an jedem äußeren Detail, wie zum Beispiel Kameras oder Ampeln, orientieren kann. Ja, wie erfolgt die physikalische Abbildung des Fahrzeugmodells? Grundsätzlich ist es so, die physikalische Abbildung des Modells wurde in einem spezifisch von BMW selbst entwickelten Tool umgesetzt. Und dieses Tool hatte natürlich als Ziel die Fahrdynamikentwicklung. Aber durch leichte Anpassungen konnte man das Modell eben anpassen, sodass es auch für so einen Bob-Simulator eingesetzt werden kann. Als ein Beispiel, man hat einfach das Straßenreifenkontaktmodell durch ein Modell der Kufen auf dem Eis ersetzt. Ja, und jetzt, wenn man die ganzen Daten hat und die Technik beieinander hat, dann ist das in dieser Simulation natürlich nur die halbe Miete, weil irgendwann kommt dann der Punkt, da setze ich das erste Mal einen Fahrer rein und für den muss es natürlich passen. Der ist die letzte Instanz, die entscheidet, ist diese Simulation wirklich realistisch oder ist es nicht. Und hier haben wir jetzt schon mehrere Tage mit verschiedenen Bobfahrern getestet und haben auch das Modell schon sehr viel weiterentwickelt. Einige Sachen, die wir nicht genau messen konnten zum Beispiel, weil man sie in der Realität auch gar nicht genau messen kann, die konnten wir hier dann sozusagen fein abstimmen und haben dann kleine Änderungen gemacht, bis die Bobfahrer gesagt haben, so fährt es jetzt wie mein echter Bob.